Cool. Dann herzlich willkommen zur 11. Stunde des PIKT Online College. Heute mit Pauline Tillmann, der Chefredakteurin und Gründerin von Deine Korrespondentin. 2015 hast du das Angebot gegründet, um ja, einen besseren Fokus auf Frauen in der Welt legen zu können in der Berichterstattung. Und ja, um dich ganz kurz vorzustellen, du bist gelernte Journalistin. Ja, 2015 hast du das Portal gegründet und auf PIKT empfiehlst du vor allem die Geschichten von deiner Korrespondentin, was total super ist im Rahmen von unserer Indie-Medien-Kooperation. Und damit du ganz kurz uns einen Einstieg in das Thema gibst, warum hast du gerade dieses Thema, also Qualität im Journalismus und gibt es überhaupt sowas wie weiblichen Journalismus ausgewählt? Na, weil es mich natürlich besonders betrifft. Ich beschäftige mich damit seit einigen Jahren und würde euch gerne das Projekt vorstellen, also deine Korrespondentin, auch was dahinter steckt und was wir quasi damit erreichen wollen. Und darüber hinaus gibt es eben noch sehr viele andere tolle Angebote im Journalismus, deswegen auch neue Wege zur Qualität, die ich euch auch gerne vorstellen möchte, weil es sich durchaus lohnt, da einen Blick drauf zu werfen. Super, dann haben wir jetzt so das abgesprochen, dass du jetzt erstmal einen Input gibst und dafür eine kleine Präsentation zeigst. Das heißt, ich klinke mich jetzt sozusagen kurz aus und du hast die Bühne. Ja, vielen Dank, Max. Dann hoffe ich, dass es mit der Präsentation funktioniert. So, und dann kann ich euch so ein bisschen was erzählen zum Projekt und zu deiner Korrespondentin und wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Genau, Max hatte schon erzählt, dass ich Journalistin bin, das heißt, ich habe beim Bayerischen Rundfunk volontiert. 2007 bis 2009, vor allem Radio und Fernsehen war der Fokus und danach habe ich in der Politikredaktion gearbeitet und bin als freie Auslandskorrespondentin nach St. Petersburg gegangen. Da habe ich vor allem für die ARD berichtet, habe Radio-Features gemacht, aber auch Radiobeiträge und habe die Artikel mehrfach verwertet, habe eben auch für Print und Online gearbeitet und ganz viel aus dem postsowjetischen Raum berichtet, also nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine, was mein zweites Berichtsgebiet war und auch aus Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Belarus und vielen anderen Ländern. Und in dem Rahmen, das sieht man so eine kleine Aufnahme von mir in meinem Tonstudio, in meinem improvisierten. Das war quasi unsere Abstellkammer, die ich dann ausgekleidet habe mit Styropor, wo ich dann die Radiobeiträge aufgenommen habe. Das hat glücklicherweise funktioniert, weil mittlerweile die Technik so weit ist, dass wir einfach selber die Radiobeiträge aufnehmen und schneiden können und die dann einfach in die Sendeanstalten schicken können und die können dann direkt abgespielt werden. Und 2015 habe ich ein Buch publiziert, 10 Trends für Journalisten von heute. Das basierte auf einer Recherchereise in die USA, was ich mit Hilfe eines Stipendiums gemacht habe. Und da war ich 3 Monate unterwegs in New York, aber eben auch im Silicon Valley und in San Francisco und habe mit ganz vielen unterschiedlichen Organisationen gesprochen, mit der Washington Post, aber auch mit der New York Times oder mit Facebook und BuzzFeed und dabei bin ich auf sehr, sehr viele tolle, inspirierende Gründer gestoßen und ein Trend war eben damals auch Unternehmerjournalist und das bedeutet, dass man quasi als Journalist mitdenkt, wo das Geld für die Arbeit herkommt. Das war ich natürlich gar nicht so sehr gewohnt, weil ich vor allem für die ARD gearbeitet habe und die ist nun mal gebührenfinanziert. Und von daher war das gar nicht so notwendig, quasi immer mitzudenken, wo das Geld für die Arbeit herkommt. Aber wenn man ein Startup gründet, ist es sehr, sehr wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Und deswegen habe ich dann eben mein eigenes Projekt gestartet, Deine Korrespondentin. Und beim Startup ist es so, dass man normalerweise erstmal davon von der Grundausgangslage erstmal guckt, was gibt es eigentlich für ein Problem, wo gibt es eine Lücke. Die Lücke, die wir identifiziert haben, war, dass 5-mal mehr über Männer berichtet wird als über Frauen, was natürlich eigentlich ein Missstand ist, insofern als die Hälfte der Weltbevölkerung, wie wir alle wissen, Frauen sind.
und die eben in deutschsprachigen Medien nicht genügend repräsentiert werden. Und deswegen haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf Start Next und haben innerhalb von 4 Wochen 6.500 Euro eingenommen. Das war quasi die Startfinanzierung. Damit haben wir die Webseite finanziert und die ersten Artikel. Und so sieht unsere Webseite aktuell Artikel einmal in der Woche. Erscheint eine große Reportage, ein Porträt, ein Interview mit einer starken, spannenden Frau weltweit, die wir eben in den Fokus nehmen. Du hattest es angesprochen, Max, die wir sichtbar machen wollen, weil wir der Meinung sind, dass sie in Mainstream-Medien zu wenig dargestellt werden. Und gerade eben seht ihr, es ist eine Frauenbewegung in Medellin, die sehr spannend ist, wo die Korrespondentin in Kolumbien eben sich mit den Aktivistinnen unterhalten hat, was dahinter steckt, dass sie versuchen eben zum Beispiel auch viel stärker Frauen in die Politik zu platzieren. Und zuletzt, das könnt ihr auch in unserem Magazin nachschauen, haben wir einige Artikel publiziert zum Thema Coronavirus. So sind wir natürlich nicht die Einzigen. Aber unser Fokus war insofern außergewöhnlich, als dass unsere Korrespondentin eben in den unterschiedlichen Ländern geguckt haben, wie ist es eigentlich um die Situation in den jeweiligen Ländern bestellt, wenn wir zum Beispiel den Libanon nehmen oder den Iran oder Peru oder Russland. Was macht eigentlich dieser Coronavirus mit dem Land, mit den Menschen, mit der Politik, mit den Umständen in den jeweiligen Ländern? Und haben da quasi sehr spontan einen Schwerpunkt draufgelegt und haben nicht wie sonst einmal in der Woche einen großen Artikel publiziert, sondern tatsächlich alle 2 Tage über 2 Wochen immer wieder draufgeschaut, wie es in den unterschiedlichen Ländern aussieht. Und zuletzt vor einer Woche eben der Coronavirus in Süditalien, wo die Korrespondentin mit Ärztinnen und mit Krankenhauspersonal gesprochen hat und da eben die Zustände entsprechend aufgeschrieben hat. Ansonsten hatten wir letztes Jahr eine größere Serie mit der Frankfurter Rundschau. Da ging es um Gleichberechtigung in unterschiedlichen Ländern. Wir haben das tituliert als Wie emanzipiert ist Europa? Das war quasi eine 8-teilige Serie. Und da haben wir in unterschiedliche Länder geblickt, wie eben Lettland, aber eben auch Belgien oder Frankreich oder Spanien oder eben auch Russland. Und geguckt, wo sind die Länder schon relativ weit, was Gleichberechtigung angeht und wo gibt es noch definitiv Nachholbedarf. Und das ist so ein Artikel, wenn man sich fragt, was sind so typische Geschichten, dann sind das schon so Frauen, die einfach man vielleicht bisher nicht so auf dem Schirm hatte. Diese Geschichte wurde sehr oft auch übernommen von anderen Medien. Erzähle ich gleich noch was dazu. Und da geht es darum, dass es eine Personenschützerin ist aus Irland, weil eben immer mehr Celebrities und auch Royals da auf Frauen zurückgreifen, die quasi Security machen anstelle von Männern, die natürlich immer eher sehr massiv und dominierend auftreten und zum Beispiel Kate in Großbritannien hat schon sehr lange einfach immer Frauen gehabt als Personenschützerinnen, weil die sehr viel unauffälliger sind, weil die sie auch auf die Toilette begleiten können und weil sie das einfach sehr viel angenehmer findet. Und das ist natürlich was man vielleicht bisher einfach in der Form noch gar nicht gewusst hat, dass es in dem Bereich einfach auch immer mehr Bodyguardinnen gibt. Genau, das ist unser Team, beziehungsweise ein Teil davon. Das ist bei unserem letzten Korrespondentinnen-Treffen. Wir treffen uns immer einmal im Jahr, wenn alle zwischen den Jahren bei ihren Familien sind. Das war Anfang Januar in Berlin. Und da tauschen wir uns aus und geben Kontakte weiter und nutzen dieses Netzwerk quasi, um uns gegenseitig zu empowern und weiterzubilden. Jetzt, was euch natürlich wahrscheinlich am stärksten interessieren wird, ist, wo kommt eigentlich das Geld für die Arbeit her? Und das sind unterschiedliche Standbeine. Tatsächlich sind 2/3 unserer Einnahmen kommen aus Spenden und einer Mitgliederkampagne auf Steady. Sage ich auch gleich noch was dazu. Und 1/3 kommt von Kooperationen mit Medienpartnern wie eben der Frankfurter Rundschau oder auch Z, dem jungen Angebot von Zeit Online oder mit Edition F. Und Steady ist für uns mittlerweile eine ganz wichtige Einnahmequelle. Da kann im Prinzip jeder unabhängige Publisher
eine Kampagne launchen. Also das sind vor allem Blogger oder Podcaster oder wie wir eben unabhängige Magazine, digitale Magazinmacher, die eben unterschiedliche Pakete anbieten. Und der Vorteil an Steady ist, dass man da eben monatlich Einnahmen generiert. Das ist ja immer so das Problem bei Crowdfunding, dass man einmal 10.000 Euro raised innerhalb von 4 Wochen und dann steht man nach einem Jahr wieder an dem Punkt, dass man eigentlich laufende Kosten hat, aber das Geld alle ist und dementsprechend man quasi wieder Geld benötigt. Und bei Steady ist es eben so, dass man fortlaufend Unterstützer generieren kann. Also man kann quasi weiter Unterstützer aufbauen und die überweisen eben monatlich 5 oder 10 Euro. Und können dadurch quasi einen Publisher einfach auch nachhaltig finanzieren und unterstützen. Warum sind wir jetzt besonders innovativ? Das ist ganz einfach. Wir berichten ausschließlich über Frauen. Wir experimentieren mit alternativen Finanzierungsmodellen. Und das merkt ihr vielleicht jetzt auch, dass es immer wichtiger wird, weil eben die Werbeerlöse gerade auch im Zuge der Corona-Krise wegbrechen und natürlich die Medienhäuser jetzt händeringend nach Alternativen suchen. Wir machen das eigentlich schon seit 2015, seitdem wir angefangen haben, haben wir nicht auf Werbung gesetzt, sondern haben schon immer versucht, quasi alternative Modelle zu finden. Wir bauen eine Community auf, wir tauschen uns natürlich mit anderen Startups aus und wir probieren neue Formen des Storytellings aus. Zum Beispiel Corrie-Ketten, das heißt, wir berichten zum Beispiel zu einem Thema aus unterschiedlichen Ländern. Das haben wir eben jüngst bei Corona gemacht und davor beispielsweise über Medikamentenkonsum in unterschiedlichen Ländern mit Frauenschwerpunkt. Und seit 2 Wochen haben wir auch einen Podcast, den wir mit unserer Korrespondentin machen. Natürlich gibt es jede Menge für Startup. In unserem Fall ist es so, dass 95% der Chefredakteure bei Regionalzeitungen Männer sind. Das heißt, sie sind nicht so einfach davon zu überzeugen, Geschichten von uns in ihre merken, dass wir mehr Erfolg haben, wenn es eine Politikchefin ist oder eine Auslandschefin ist, die quasi unsere Angebote sieht und unsere Artikel auf den Tisch bekommt, weil die einfach sehr viel sensibler ist natürlich für diese Themen. Aber momentan ist es einfach noch so, dass die Mehrheit der Führungsriege auch gerade bei Regionalmedien männlich dominiert ist und dementsprechend wird sich das, glauben wir, in den nächsten 10 Jahren sicherlich ändern, aber so lange haben wir natürlich nicht Zeit. Deswegen müssen wir uns jetzt nach Alternativen umschauen. Ein anderes Problem ist, dass wir die Community davon überzeugen müssen, für Qualitätsinhalte zu bezahlen. Das ist zugegebenermaßen immer noch total schwierig. Also es gibt natürlich mittlerweile sehr viele Medienhäuser, die auch sogenannte Paywalls, Bezahlschranken aufgebaut haben. Das heißt, dass man bestimmte Pakete abschließen muss, um überhaupt die Inhalte konsumieren zu können. Aber es ist schon auch immer noch so, dass es sehr viel guten Content umsonst im Netz gibt und dass man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss, Leute quasi dazu zu bringen, auch 5 Euro im Monat für ein Projekt zu bezahlen. Und ich mache das vor allen Dingen. Die anderen Korrespondentinnen arbeiten vor allem für deutschsprachige Medien und arbeiten eben ab und zu für mich beziehungsweise für deine Korrespondentin. Das heißt, sie liefern alle 4 bis 6 Wochen einen Artikel. Ich mache das mittlerweile auch nicht mehr in Vollzeit. Projektmanagerin bei der Deutschen Welle Akademie. Das heißt, ich mache das nur noch 5 Stunden in der Woche, aber trotzdem bin ich die Einzige, die sich quasi kontinuierlich darum kümmert. Abgesehen davon, dass wir Korrespondentinnen haben, die Instagram betreuen oder eine Korrespondentin, die Twitter stärker macht. Aber da braucht man schon einen sehr langen Atem. Also es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn man ein mehrköpfiges Team hat, wo man einfach die Rollen verteilen kann. Genau. Und dann komme ich auch schon fast zu meinem Schlusspunkt quasi, ob sowas wie weiblichen Journalismus gibt. Soll ich dazu was erzählen, Max? Ja, total gerne. Oder gab es irgendwie schon Fragen, auf die ich eingehen soll? Es gab noch keine Fragen bisher, okay. Aber das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, um zu sagen, schreibt uns einfach in die Kommentare eure Fragen und Anmerkungen. Wir haben das im Blick und gehen total gerne darauf ein. Ja, wir versuchen auch, wir sprechen es danach nochmal ab, was wir verlinken genau danach. Auf pick.de gibt's einen Artikel über die Stunde heute und wir verlinken das auch in den Beiträgen auf Facebook und YouTube. Also da findet ihr auch die Quellen sozusagen zur jetzigen Stunde. Aber dann total gerne, also gibt's weiblichen Journalismus? Ist das ein
Ding oder gibt es das gar nicht? Ja, also ich habe das natürlich so ein bisschen getriggert, insofern, als dass es tatsächlich ein Streitpunkt ist. Gibt es sowas wie weiblichen Journalismus? Meiner Meinung nach gibt es sowas nicht. Es gibt durchaus gute und schlechte Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, gute Journalistinnen sind Reporterinnen zum Beispiel, die vor Ort sind, sowie die Korrespondentinnen, die eben mit den Menschen direkt in Kontakt sind, die an den Themen dran sind, die nicht von anderen abschreiben, sondern sich mit eigenen Augen ein Bild machen, die sich auf mehrere Quellen beziehen und nicht nur auf eine Quelle, die ihre Recherchen mit anderen Fakten und Statistiken unterfüttern und die auch keine Agenda verfolgen, außer vielleicht Aufklärung, Bildung und Information. Und natürlich immer den Anspruch haben, möglichst wahrhaftig zu berichten. Aber es gibt auch schlechten Journalismus, meiner Meinung nach. Und schlechter Journalismus ist, wenn man sehr stark darauf fokussiert ist, Gerüchte zu verbreiten und Verschwörungstheorien. Oder auch, wenn man die Privatsphäre von Menschen verletzt, wie das ja immer wieder auch beispielsweise die Bild-Zeitung macht und dafür auch regelmäßig eine Rüge kassiert vom Presserat. Und ich finde, auch bei schlechtem Journalismus geht es vor allem um Klicks und um Aufmerksamkeit. Also da geht es nicht so sehr darum, quasi das Leben der Menschen besser zu machen und ihnen zum Beispiel ein Servicestück zu geben, womit sie einfach zum Beispiel besser einschätzen können, was sie bei einem Hauskauf beachten sollten oder was die neue Rentenreform für sie bedeutet. Insofern ist der quasi nur darauf aus, möglichst viele Klicks zu generieren. Und deswegen finde ich, kann man schon sagen, es gibt guten und schlechten Journalismus. Das Spezielle an unserem Ansatz ist natürlich, dass wir vor allem Frauen zu Wort kommen lassen, die man ansonsten wahrscheinlich nicht kennenlernen würde, die eben in der aktuellen Berichterstattung oft viel zu kurz kommen. Und die können eben Vorbilder sein und exemplarisch zeigen, was eigentlich sich vor allem auch in den Ländern tut. Also uns ist auch immer ganz wichtig, dass wir nicht nur auf das Partikularschicksal der einzelnen Frau schauen, sondern eben auch versuchen zu erklären, wie sich die Gesellschaft verändert, wo es da eben noch gewisse Pain Points gibt, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Nachholbedarf, sodass man eben auch das große Ganze im Kleinen quasi mitgeliefert bekommt. Das heißt, wenn man einen Artikel liest über den Libanon mit einer starken Frau, die wir eben vorne anstellen, sichtbar machen, dann versteht man durchaus auch mehr über die Situation im Land, also im Libanon beispielsweise. Und dementsprechend, genau, ist es unser Ansatz, eben diesen Frauen eine Stimme zu geben und auch einfach ein realistischeres Bild zu zeichnen. Im Grunde genommen müsste man beispielsweise auch nochmal viel stärker Richtung Diversität im Journalismus eingehen. Das heißt, wir wissen ja alle, dass 25% der Bevölkerung Migrationshintergrund haben, aber nur 5% der Journalistinnen Migrationshintergrund haben. Da gibt es natürlich auch noch massiven Nachholbedarf, weil auch diese Lebenswirklichkeit einfach unzureichend dargestellt wird. Und was auch das Besondere an unserem Ansatz ist, dass es natürlich Länder gibt, wo nur andere Frauen zu diesen Frauen Zugang haben. Wenn wir zum Beispiel Indien nehmen oder Afghanistan, dann ist es völlig klar, dass da männliche Kollegen gar nicht drüber berichten können. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall abschließend so, dass man sagen kann, es gibt keinen weiblichen Journalismus, aber es gibt natürlich, unser Fokus ist einfach auf Frauen, um der Berichterstattung was entgegenzusetzen und sie auch ein Stück weit mit zu prägen. Also unsere Idee, unsere Vision ist natürlich, dass es uns in 10 Jahren gar nicht mehr braucht, weil die Hälfte der Berichterstattung dann eben auch über Frauen stattfinden wird. Aber so weit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Das wäre jetzt auch, ja, ich hätte jetzt zusammenfassend das auch, also weiblichen Journalismus, du hast ja jetzt, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich allgemeingültig für den Journalismus und das sollte ja so sein. Und ich glaube, Diversität ist ein total wichtiger Aspekt, der ja anscheinend immer noch viel, viel, viel zu kurz kommt. Also sowohl in der Besetzung von Redaktionsposten oder von Redaktionen als auch in der Berichterstattung. Gab es so einen Ausschlag? Gebenden Punkt 2015, wo du gesagt hast, jetzt muss ich halt, ich muss sowas in die Richtung machen, weil da entwickelt sich einfach überhaupt nichts, oder?
Ja, da hat sich da langsam angefangen, was zu entwickeln, interessanterweise. Edition F wurde da gegründet, also ich erzähle da auch gleich noch was dazu. Und dann haben irgendwie die anderen Medien auch langsam begriffen, aha, wir sollten vielleicht doch mal stärker den Fokus auch auf Frauen legen. Dann kam irgendwann auch Plan B beispielsweise, die Beilage in der Süddeutschen Zeitung, wo es dezidiert um Frauen in der Wirtschaft geht. Und man hat dann schon auch immer mehr erkannt, dass Frauen eigentlich ein total unterbelichtetes Klientel sind, weil man natürlich mit solchen Geschichten, wie wir sie publizieren, auch stärker Frauen anspricht. Also man muss sagen, ein Drittel unserer Unterstützer sind Männer und auch ein Drittel unserer Leser sind Männer und zwei Drittel sind Frauen. Aber natürlich ist es so, wenn man ein interessantes Porträt über eine irische Bodyguardin hat, dann spricht das wahrscheinlich in erster Linie Frauen an, weil die das ungewöhnlich finden oder inspirierend oder spannend, auch als Vorbild natürlich. Insofern, genau, hat man das durchaus in progressiven Medien auch erkannt, aber es gibt natürlich immer noch sehr viele, die einfach ihren Stiefel weiter durchziehen und darauf gar nicht Rücksicht nehmen, sondern einfach versuchen, quasi nach mir die Sintflut ihre Werbeerlöse so weit zu fahren, wie es bisher auch geklappt hat und gar nicht die Notwendigkeit sehen, quasi da nachzusteuern und auch neue Zielgruppen anzusprechen. Ja. Und welche Rolle spielt es dabei, dass eure Redaktion bzw. die Korrespondentin sich aus Frauen zusammensetzt? Also könnten auch Männer bei euch mitmachen oder geht das? Nee, das würde schon mal insofern nicht gehen, als dass es deine Korrespondentin heißt. Und ja. Es gibt natürlich total viele männliche Kollegen, die einen super Job machen, aber wir glauben, dass sie durchaus auch präsent sind in deutschsprachigen Medien. Und unser Ansatz ist natürlich, diese spannenden, starken Frauen zu porträtieren, die wir auf unseren Recherchen treffen, aber auch die Korrespondentinnen. Ihr seht auch gerade an diesem runden Tisch, das sind Frauen, die sind Mitte, Ende 20 bis Mitte, Ende 30. Die machen einen krassen Job in den jeweiligen Ländern, sind multimedial unterwegs. Und es geht natürlich auch darum zu zeigen, dass es die gibt und nicht nur die alten weißen Männer, die uns die Welt erklären. So, und dementsprechend sehen wir da einen totalen Nachholbedarf und die männlichen Kollegen, ich glaube, die können sich so gut verkaufen, dass man denen keine Plattform bieten muss. Okay. Und was mich total interessiert, ist natürlich auch, in welchen Ländern seid ihr denn überall gerade vertreten? Das ändert sich immer so ein bisschen, ne? Es gibt zum Beispiel Korrespondentinnen, die von anderen Medien übernommen werden, sage ich mal, also die dann als freie Korrespondentin quasi in das Land gehen. Ganz aktuell kann ich das berichten von Virginia Kirst, mit der hatten wir vor 3 Wochen unseren ersten Podcast aufgenommen. Die ist als freie Journalistin nach Rom gegangen und wurde dann aber relativ schnell, irgendwie nach 6 Monaten, glaube ich, von der Welt, von der Tageszeitung Die Welt gekapert und wurde quasi da auch für die Politikberichterstattung stärker eingebunden, so sieht natürlich für uns aus, weil sie dann keine Kapazitäten mehr hat. Was wir sehr schade finden, aber natürlich total nachvollziehbar ist. Ja, aber an sich ist es so, dass wir momentan Korrespondentinnen haben in Kolumbien, unterbrochen worden. Ich hoffe, ihr seht mich immer noch. Ja. Ja. Okay, warte, in Kolumbien, in Chile hatten wir eine Korrespondentin in Peru. Ich finde Lateinamerika ja grundsätzlich total unterrepräsentiert, also bin ich da ganz froh, dass wir gut aufgestellt sind. Ich würde mir natürlich auch eine Korrespondentin in Afrika wünschen. Wir hatten Simone Schlindwein ganz am Anfang bei uns in unseren Reihen, die für die Taz berichtet, schon sehr lange, seit 8 Jahren aus Uganda und der Region der Großen Seen. Aber es ist relativ schwierig, da einfach an Korrespondentinnen ranzukommen. Ansonsten sind wir in Europa gerade ganz gut vertreten mit Spanien, Frankreich, Russland. Genau, ich muss gerade nachdenken. Genau, Deutschland haben wir jetzt ganz aktuell, das ist vielleicht auch interessant, das haben wir jetzt seit einem Jahr, dass wir auch eine Deutschland-Korrespondentin hatten. Eigentlich hatten wir vorher nur den Fokus auf Geschichten aus dem Ausland und haben aber gemerkt, dass es durchaus auch total viele tolle Frauen in Deutschland gibt
Und dass wir da auch nochmal stärker den Fokus drauf werfen sollten. Und deswegen haben wir eine Deutschlandkorrespondentin seit einem Jahr und haben jetzt sogar eine zweite Deutschlandkorrespondentin, weil die Geschichten durchaus auch sehr stark nachgefragt werden. Ja, ich gucke gerade nebenbei, weil es einen Kommentar gibt, den ich nicht. Ich danke auf jeden Fall schon mal für den Kommentar. Es geht in die Richtung, dass nicht zugestimmt wird, dass nur 5% der Journalisten einen Migrationshintergrund haben. Okay. Ich weiß gar nicht, hast du das gesagt? 5%? Ich habe das gesagt. Du hast 5% gesagt? Okay. Kannst du sagen, woher die Zahl kommt? Oder? Ich hatte immer 3% im Blick und hatte letztens mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die 5% gesagt hatten. Und da sind ja eigentlich die neuen deutschen Medienmacher ganz gut unterwegs. Und das war jetzt quasi meine letzte Zahl, die ich auf dem Schirm hatte. Dann verweisen wir am besten mal dahin. Aber wenn es mehr sind, freut es mich natürlich umso mehr. Also eigentlich, wenn es irgendwie Richtung 10% geht, dann wäre schon viel erreicht, glaube ich. Ja, dann, also falls es eine Quelle gibt, eine bessere, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Danke schon mal dafür. Ja. Was wir jetzt im Vorhinein noch als mögliche Frage formuliert hatten, war, welche Rolle spielt denn Gendern dabei? Also ist das was total wichtig ist? Oder ist das was, wo ihr sagt, es ist wichtiger, dass die Geschichten über Frauen Platz finden und auch von Frauen berichtet werden? Wir haben darüber gesprochen vor anderthalb Jahren innerhalb der Korrespondentinnenschaft und haben vorher quasi nicht gegendert. Und dann habe ich, also ich stelle viele Entscheidungen auch quasi den Korrespondentinnen mit zur Wahl, ne? Irgendwie, ob sie dafür sind, ob wir das machen sollen. Es ist nicht so top-down, dass ich quasi bestimme als Chefredakteurin und Gründerin, so machen wir das, sondern ich diskutiere mit den Korrespondentinnen, was spricht dafür, was spricht dagegen, könnt ihr euch damit identifizieren? Und wir hatten eine sehr fruchtbare Diskussion eben bei unserem Korrespondentinnen-Treffen in Köln und da haben sich die Mehrheit der Korrespondentinnen dafür ausgesprochen zu gendern, also quasi gendergerechte Sprache zu verwenden und das machen wir jetzt auch seit Januar 2019. Ich hatte am Anfang ehrlicherweise so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten, wie es vielleicht irgendwie andere auch haben, so. Aber ich finde mittlerweile, also wir sind jetzt im April 2020, fühlte sich so völlig natürlich und normal an zu gendern und immer auch die weibliche Form mit zu erwähnen. Und es gibt ja tausend mögliche Varianten zu gendern, ob man jetzt das Bin-I nimmt oder so wie die Krautreporter das Doppelpunkt und dann I und wir machen ja das Sternchen, wie zum Beispiel auch Z und Edition F. Das spielt ja überhaupt keine Rolle, wie man gendert. Ich glaube, es ist nur wichtig, einfach im Hinterkopf zu haben, dass es durchaus Forschungen gibt, die belegen, dass wenn man nicht gendert, dass eben Frauen sich nicht mit angesprochen fühlen. Ne? Also wenn man von Piloten und Journalisten und Studenten und Professoren spricht, fühlt sich einfach die Hälfte der Leserschaft nicht angesprochen. Und ich finde, das ist eigentlich das schlagende Argument dafür, dass man das zumindest mal ausprobiert. Und wir haben das dann gemacht und es hat sich total gut angefühlt. Und wenn man sich mal so einen Text anschaut, die meisten behaupten ja auch, dass es dann die Sprache verhunzt. Wenn man sich so einen Text anschaut und nach dem Sternchen beispielsweise gezielt sucht, ist es meistens so, dass in so einer großen Reportage von 8.000 bis 10.000 Zeichen kommt es dann 5-mal vor, dass man gendert. Manchmal auch nur 2-mal, manchmal 7-mal. Aber im Grunde genommen ist es wirklich vernachlässigbar. Und wenn man sich vor Augen führt, dass man damit einfach viel stärker auch die weibliche Leserschaft abholt, finde ich, steht es absolut in Relation. Also ich bin mittlerweile komplett davon überzeugt und finde es auch total ermutigend zu sehen. Zum Beispiel wurden letztes Jahr zu den Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands gewählt. Das wurden 32 Organisationen und Startups und Projekte, quasi Kreativpiloten und davon waren 2-3 Medienprojekte. Und da habe ich eine Urkunde bekommen von Peter Altmaier vom Bundeswirtschaftsministerium und da wurde eben auch gegendert. Und ich glaube, dass es mittlerweile auch in der Politik immer mehr ankommt und dass man sich es auch gar nicht mehr unbedingt leisten kann, dass man das komplett ignoriert. Also die Frage ist natürlich, wie man es dann umsetzt.
Die meisten machen jetzt, habe ich das Gefühl, auch so Mainstream-Medien wie die Süddeutsche Zeitung machen dann Journalistinnen und Journalisten. Das finde ich dann auch immer ein bisschen hölzern, ehrlicherweise. Aber sperrig, ja. Aber an sich eigentlich dieses Sternchen tut nicht weh. Und das ist total sinnvoll. So, und deswegen gendern wir seit 2019 und werden es auch auf jeden Fall auch beibehalten. Cool, also alle mitnehmen, alle ansprechen, das ist ja total positiv. Das ist wahrscheinlich auch ein Qualitätsaspekt einfach, dass niemand zu sein. Ausgeschlossen wird. Ja. Genau, ja. Du hattest eben schon ein paar Beispiele genannt. Das war auch was, worüber wir total gerne reden wollen. Verlagsunabhängige Medienangebote, Indie-Medien. Da gibt es ja mittlerweile einiges im deutschsprachigen Raum. Sind das neue Wege zur Qualität, dass es da wieder so eine Art, dass es da eine besondere Vielfalt gibt? Auf jeden Fall. Also das hat angefangen, würde ich sagen, mit den Indie-Medien eigentlich mit Krautreporter. Die waren eigentlich so das erste Projekt 2013, glaube ich, oder? 13, genau. Ja, oder 14 hätte ich jetzt eigentlich 14? Gedacht, weil wir waren quasi ein Jahr später dran. Okay, dann, ja. Genau, 13 hat, glaube ich, das angefangen mit der Plattform fürs Crowdfunding und dann wurde daraus ja ein digitales Magazin. Genau, 2014, die sind sehr erfolgreich gestartet, haben 1 Million Euro geraced über Crowdfunding in 30 Tagen und haben 18.000 Mitglieder akquiriert quasi und sind relativ großspurig aufgetreten, muss man sagen. Ne? Und das fällt ihnen bis heute so ein bisschen vor die Füße, dass sie eben getönt haben, der Online-Journalismus ist kaputt, aber wir kriegen das wieder hin. Das war natürlich auch eine sehr stark maskuline Ansprache, wenn man ehrlich ist. Und haben da richtig auf die Kacke gehauen und haben das aber dann eben auch geschafft. Und dann ging es eben darum, das einzulösen. Und dann waren durchaus viele enttäuscht, dass es gar nicht so neuartig war, wie sie quasi getönt haben und verlautbart haben. Und von den 18.000 Mitgliedern waren dann nach einem Jahr nur noch 6.000 übrig. Und die Redaktion musste sehr stark geschrumpft werden. Aber ich habe dir auch als Beispiel, ich habe so ein paar Webseiten vorbereitet, als Beispiel für aufgenommen, weil die sind mittlerweile wieder auf einem sehr, sehr guten Weg und haben, ich glaube, mehr als 12.000 Mitglieder inzwischen wieder und haben sehr, sehr viel gelernt in diesen sechs Jahren, die sie am Start sind. Unter anderem, dass sie sehr, sehr stark darauf setzen, zum Beispiel Erzähljournalismus zu betreiben. Erzähljournalismus bedeutet, dass sie Geschichten einfach von Grund auf erzählen. Ne? Da haben sie jetzt sehr viel gemacht zum Thema Corona, aber ich fand es auch ganz spannend zu sehen, zum Beispiel, dass sie so Geschichten hatten wie, ich erkläre dir den Ukraine-Konflikt in 20 Minuten. Ne? So, also quasi was sehr serviceorientiertes. Es gibt eine Reporterin, die sehr stark auch so das Ohr an der Community hat. Das ist Susanne Mücke. Das sehe ich immer im Newsletter. Den kann ich euch auch sehr empfehlen. Wo ist sie denn? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Genau. Den Newsletter, den kann man kostenlos abonnieren. Das ist die Morgenpost. Die kommt jeden Morgen quasi ins Postfach. Und da erzählt Christian Fahrenbach, der Korrespondent ist in New York, was die drei wichtigsten Themen des Tages sind und gibt darüber hinaus eben auch immer wieder Tipps für andere Publikationen, andere Projekte, die man sich anschauen sollte. Und ich habe da wirklich schon sehr, sehr viele gute Sachen entdeckt, quasi dadurch. Die haben eine Mitgliedschaft von 60 Euro im Jahr und das heißt 5 Euro im Monat und die haben quasi eine den Claim versteht die Zusammenhänge, das, was ich vorhin gesagt habe, quasi Erklärjournalismus und man kann die Artikel nur lesen, wenn man Mitglied ist. Da spricht man eben von einer harten Bezahlschranke und einmal die Woche schalten sie auch einen Artikel frei, aber sie haben sehr gute Erfahrungen gemacht, soweit ich weiß, mit diesem Test-Abo, 30 Tage kostenlos testen, dass da wohl immer wieder Leute gut drauf anspringen und einfach testen können, was sie bekommen für ihre 5 Euro im Monat. Ja. Und das sind eben jeden Tag ein großer Artikel zu relevanten aktuellen Themen. Also Krautreporter ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
Dann gibt es ein Projekt, das ist die Republik aus der Schweiz. Die haben das erfolgreichste Crowdfunding gemacht ever. Die sind jetzt mittlerweile seit 2 Jahren am Start und haben innerhalb von 30 Tagen 3 Millionen Euro geraced und haben quasi noch genauso viel Geld von Investoren und Business Angels bekommen. Das heißt, sie hatten quasi zum Start 6 Millionen Euro, was echt ganz schön viel Geld ist. Haben damit auch eine große Redaktion aufgebaut mit 50 Leuten. Die Mitgliedschaft ist sehr viel teurer als bei den Krautreportern. Die liegt bei 240 Franken im Jahr. Und dafür bekommt man quasi jeden Tag ganz ausführliche Longreads, also quasi ganz, ganz lange journalistische Stücke, und die haben wohl offensichtlich einen Nerv in der Schweiz getroffen, weil es da in den letzten Jahren immer mehr die Tendenz gab, dass Artikel übernommen wurden, dass in dieser Saison so ein Einheitsbrei quasi angeboten wurde und dass es durchaus eine Leserschaft gab, die sich davon nicht mehr abgeholt gefühlt hat und die natürlich, also gerade die Republik versucht eben auch sehr stark das Ohr an der Community zu haben und hat vor der Corona-Krise sehr viele Offline-Events veranstaltet, also 3, 4 Events im Monat, nicht nur in Zürich, sondern auch in anderen Städten in der Schweiz, und hat eben dadurch auch Leute stärker abzuholen, ja. Und sind jetzt gerade auch wieder auf Erfolgskurs. Es ist immer so ein Straucheln, ne? Ich kriege auch ab und zu den Newsletter von denen, die hatten jetzt echt auch eine schwierige Phase. Es ist immer so ein Auf und Ab bei Startups. Mhm. Ne? Es geht nicht nur hoch, Klar. Es geht auch nicht nur runter, sondern es geht immer mal wieder hoch und mal wieder runter. Das ist echt wie so eine Achterbahn. Es ist sehr viel Trial and Error. Ne? Die versuchen Sachen, probieren Sachen aus. Dann machen sie eine Umfrage, fragen, ob das funktioniert hat. Was wünscht ihr euch noch zusätzlich? Dann implementieren sie das, merken, es funktioniert nicht. Dann wird es wieder abgeschafft. Also es ist natürlich so, dieses agile Arbeiten ist natürlich sehr stark in der DNA eines Startups. Dementsprechend gewappnet für die aktuellen Herausforderungen als etablierte Medienhäuser, die natürlich gewisse Einnahmequellen haben, beispielsweise, die einfach auch verlässlich schon seit 10, 20, 30 Jahren funktionieren, auch wenn man natürlich sagen muss, dass immer mehr von den Werbeeinnahmen an Google und Facebook geht. Ne? Also man muss sich vor Augen führen, 65% aller digitalen Werbeerlöse geht heutzutage an Google und Facebook. Das heißt, es sind halt einfach nur noch 35% übrig und um die balgen sich natürlich jetzt alle. Und deswegen ist es gar keine schlechte Idee, quasi von Anfang an direkt auf seine Unterstützer und Leser zu setzen und die eben viel stärker ins Boot zu holen und zu gucken, was brauchen die eigentlich, um gut mit Informationen und Journalismus versorgt zu werden. Und die Republik hat interessantes Bezahlmodell. Die haben auch quasi eine harte Bezahlschranke, aber die haben das Modell, dass sie, dass Mitglieder den Link zu den Artikeln über Social Media teilen können und dann eben auch Nicht-Mitglieder das lesen können. Ne? Das ist ja so diese Krux, dass man quasi... Das gibt es, glaube ich, bei Krautreporter auch, ja. Wenn ich das... Nein. Bist du sicher? Krautreporter ist hart. Perspective Daily macht auch diese besondere Form von Bezahlschranke. Bei den Krautreportern ist es so, dass sie einen Artikel in der Woche freischalten, quasi über den Newsletter. Ich glaube, ich bin tatsächlich Krautreporter-Mitglied. Also hier an der Stelle transparent gemacht. Ich glaube, man kann mittlerweile auch Links teilen mit anderen Leuten. Ich kann sogar einen Leser einladen, mit mir gemeinsam mein Abo zu nutzen, tatsächlich. Okay. Was auch total cool ist. Das ist vielleicht auch eine neuere Entwicklung. Ja. Die kannte ich bisher noch nicht. Aber das ist natürlich, es macht total Sinn, weil man will ja auf der einen Seite quasi für seine wertvollen Inhalte bezahlt werden. Ne? Deswegen die harte Bezahlschranke. Auf der anderen Seite möchte man natürlich, wenn man tolle Geschichten hat, dass die so viele Leserinnen wie möglich erreichen. Und deswegen macht es natürlich total Sinn, das über Social Media teilen zu können, auch mit denen viel mehr Leute mitbekommen. Und dieses Modell fahren auch die Kollegen von Perspective Daily, ich hatte sie gerade schon erwähnt. Die haben sich vor allem konstruktiven Journalismus auf die Fahnen geschrieben. Was heißt das, konstruktiver Journalismus? Das ist lösungsorientierter Journalismus. Das finde ich eigentlich auch relativ interessant, insofern, als dass die eben davon ausgehen,
Das wurde gegründet von zwei Neurowissenschaftlern, die sagen, dass es so eine Abwärtsspirale gibt und dass die Leute immer mehr Bad News bekommen und dadurch quasi das Weltbild insgesamt total negativ wird, obwohl es gar nicht so negativ sein sollte. Eigentlich ist gar nicht alles so schlimm und schrecklich. In die Nachrichten schaffen es einfach nur die Horrormeldungen. Und dementsprechend ist ihr Ansatz quasi, dass sie gucken, okay, was ist das Problem und gibt es darüber hinaus schon gewisse Lösungsansätze, die wir aufzeigen können. Also quasi noch einen Schritt weiter, deswegen lösungsorientiert. Und das Interessante daran ist ja, dass sie, das ist quasi eine Bewegung, die kam aus Skandinavien, die wird sehr stark in den skandinavischen Ländern schon seit Jahren propagiert, dass die Mediennutzer quasi viel besser darauf anspringen, wenn man nicht nur so fatalistische Berichte bringt, sondern auch einen Schritt weiter geht und guckt, wie könnte es konstruktiv sein, dass zum Beispiel auch etablierte Medien, wie zum Beispiel der Spiegel, also Spiegel Online oder auch der Focus Online, dass die halt auch immer mehr solche Artikel platzieren, weil sie merken, dass da eben es einen gewissen Bedarf gibt. Perspective Daily ist, glaube ich, mittlerweile auch bei 12.000 Mitgliedern. Die hatten auch eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne vor einigen Jahren. Ja. Soll ich weitermachen? Gerne. Ganz viele Projekte, die ich natürlich gerne vorstellen will. Ich bin auch total begeistert. Also für mich vielleicht die Frage, die ich jetzt stellen würde, gibt es außer leserinnenfinanziertem Journalismus, gibt es noch was anderes, was gerade, wo du sagst, das funktioniert? Irgendeine Entwicklung? Vielleicht über Kooperationen oder gibt es da Beispiele? Also was ich schon merke, ist zum Beispiel, dass Stiftungen sich immer mehr öffnen. Mhm. Also zum Beispiel ein anderes Beispiel, was ich die wurden ja finanziert 2014 auch oder schon 13 mit Hilfe der Ernst-Bros-Stiftung in Essen. Die haben quasi eine Anschubfinanzierung gegeben von 3 Millionen Euro. Und damit haben die dann erstmal angefangen und die haben sich vor allem investigative Recherchen auf die Fahnen geschrieben, aber sind davon mittlerweile, also machen immer noch investigative Recherchen, machen total viel anderes auch. Und ich hab schon gemerkt, so in den letzten Jahren auch im Gespräch mit Stiftungsverantwortlichen, dass es da eine größere Offenheit gibt, auch Journalismus zu unterstützen, auch die Verantwortung einfach zu spüren, dass der Journalismus für eine pluralistische Gesellschaft total wichtig ist und dass man das durchaus auch mit im Fokus haben sollte. Auch wenn es irgendwie eine riesen Diskussion gibt, sollte Journalismus gemeinnützig sein beispielsweise, das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, es gibt da durchaus Bestrebungen, zum Beispiel auch vom Land NRW, dass es in diese Richtung geht, aber wenn man zum Beispiel, wenn man ganz konkret nimmt, die Schöpflin-Stiftung beispielsweise, die in Kooperation mit Netzwerk Recherche seit einigen Jahren Grow-Stipendien vergibt, das heißt quasi Initiativen und Projekte, die sich vor allem gemeinnützigen Journalismus auf die Fahnen geschrieben haben. Es gibt vor Ort NRW, die vor allem lokaljournalistische Projekte fördern im Startup-Bereich. Es gibt die Töpfer-Stiftung, es gibt eine Stiftung, die sich vor allem, die Körper-Stiftung beispielsweise, die sich um Exiljournalisten kümmert, also quasi Journalisten, die aus Syrien hierher gekommen sind und jetzt Publikationen starten. Also es gibt schon auch immer mehr Stiftungen, habe ich das Gefühl, die auch den Fokus stärker lenken auf den Journalismus und ganz aktuell beispielsweise auch, wenn wir jetzt über Korrektiv sprechen, gibt es ganz aktuell Planungen für das Haus des Journalismus, was gebaut werden wird in den nächsten 2 Jahren in Kooperation mit der Schöpflin-Stiftung und Korrektiv in Berlin, wo es eben sehr stark darum geht, auch NGOs und Journalismus und Bürgerinnen einzubinden, quasi in neue Formen von Journalismus. Und das ist eben auch das, was Korrektiv auszeichnet. Nicht nur die investigativen Recherchen, sondern eben vor allem auch, die machen ein Projekt beispielsweise Özgürüz. Das ist eine türkischsprachige Publikation von Exiljournalisten aus der Türkei. Sie machen Fact-Checking, sie machen vor allem auch seit 1-2 Jahren
crowd-basierte Recherchen, zum Beispiel dieses Projekt, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, wem gehört Berlin beispielsweise oder wem gehört Hamburg, wo sie sehr viel darauf eingegangen sind, quasi was von der Crowd gekommen ist an Inhalten und Quellen und Daten und das entsprechend auch in Artikeln umgesetzt haben. Es gibt einen Crowd-Newsroom, der jetzt auch nochmal stärker forciert wird. Also da gibt es sehr viele interessante Entwicklungen, finde ich, die durchaus dem Label innovativen Storytelling beispielsweise gerecht werden. Also das ist so eine Ideenlabor mit David Schraben, dem Mastermind dahinter quasi, wo ich irgendwie immer nur staunend davor stehe und irgendwie sehr inspiriert bin einfach davon, was die machen. Beispielsweise haben sie letztes Jahr, das fand ich auch wahnsinnig interessant, die Cum-Ex-Files, wo es ja um Steuerhinterziehungen gibt, quasi ins Theater gebracht, auf die Bühne. Sie haben das adaptiert für ein Bühnenstück und haben damit quasi ein Bühnenstück bestritten und damit 25.000 Zuschauerinnen akquiriert, die sonst wahrscheinlich mit den Cum-Ex-Files überhaupt noch nie irgendwie zu tun hatten und das einfach einen ganz anderen Zugang quasi geschaffen bekommen haben, sich mit diesem Thema vertraut zu machen, was ja total relevant ist. Also solche Sachen. Oder die haben zum Beispiel vor einigen Jahren die erste Graphic Novel in Deutschland auf den Markt gebracht, ne, wo sie quasi ein sehr komplexes Thema, nämlich rechte Strömungen in NRW, die weißen Wölfe in Form von Comics publiziert haben. So. Und dementsprechend sind die einfach sehr, sehr innovativ und sehr progressiv und da kann man sich einiges anschauen. Insofern, die würde ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten. Würdest du denn sagen, jetzt zurückkommen zu diesen Qualitätsgedanken, das funktioniert besser, weil die unabhängig sind, weil die nicht abhängig sind von Werbeeinnahmen, sondern eben ein anderes Standbein für ihre Finanzierung gefunden haben? Was spielt das für eine Rolle? Und vielleicht auch, welche Rolle spielt dabei die Diversität, über die wir gesprochen haben? Also bekommen die das besser hin als die großen Verlage, die das schon, also die schon sehr lange im Mediengeschäft stecken? Ich glaube, es gibt einfach bei Medien-Startups oder Indie-Startups einen Paradigmenwechsel insofern, als dass sie, wie ich es vorhin auch erwähnt hatte, quasi vom Nutzer her denken. Ne? Also was braucht mein Nutzer, um gut informiert zu sein beispielsweise, um gute Entscheidungen treffen zu können? Und das ist ja was eigentlich Medien bisher gar nicht so im Fokus hat. Ne? Also man spricht ja immer von diesem, der Journalist steigt auf seine Kanzel und erzählt, welche Themen jetzt relevant sind. So. Und das ist einfach ein komplett anderes Mindset. Ne? Man begibt sich auf Augenhöhe mit den Nutzern und fragt die erstmal, welchen Newsletter wünscht ihr euch eigentlich? Was braucht ihr eigentlich, um die noch besser informiert zu sein? Und anhand dessen, also es gibt ja jetzt auch immer mehr so diese Fokusgruppen, wo dann tatsächlich Nutzerbefragungen durchgeführt werden und so weiter. Und das ist eine total gute Entwicklung, weil es ist ja eigentlich wahnsinnig wünschenswert, dass auch die etablierten Medien viel stärker darauf eingehen, was quasi ihre Nutzerinnen und Nutzer benötigen und brauchen und gut finden. Und da geht es nicht nur darum, dass man hatte dann immer die Befürchtung, naja, wenn man die fragt, dann wollen die ja sowieso nur irgendwelche snackable News und irgendwelche Promi-Geschichten und so. Das glaube ich überhaupt nicht. Also ich finde, dass man auch im Zuge von Fridays for Future beispielsweise, junge Generation, die jetzt nachwächst, durchaus politisiert ist und die durchaus auch, wenn sie gute Inhalte bekommen, angesprochen werden können, was zum Beispiel auch mit Z sehr, sehr gut gelingt. Insofern ist es überhaupt nicht der Fall, dass sie quasi nur unterhalten werden wollen die ganze Zeit. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, für welche Zielgruppe arbeitet man und da entsprechend die Inhalte auch anzubieten. Insofern glaube ich schon, also es ist ein man sagt ja immer, das sind so Nischenmedien, die quasi so ihre Bubble bedienen. Ne? Aber es ist ja auch gar nicht schlimm. Also ich meine, die Krautreporter müssen ja auch nicht 5 Millionen Menschen erreichen, sondern sie erreichen die 12.000, die ihre Form von Journalismus gut finden, die auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und dann ist es ja eigentlich wunderbar, so dass sie quasi in ihrem Bereich wirken können. So. Und dementsprechend ist es so, dass immer wieder neue Projekte
gestartet werden und die natürlich, wenn sie gut sind und wenn sie das Ohr am Nutzer haben, durchaus ihre Relevanz haben. Ne? Und natürlich müssen sie von Anfang an mitdenken und wo soll jetzt eigentlich das Geld herkommen? Und du hattest gefragt, ob es auch noch Alternativen gibt zu Mitgliederfinanzierung. Natürlich ist es schon so, dass das in erster Linie darauf gesetzt wird bei solchen unabhängigen Publishern, das muss man schon sagen, dass es so die wichtigste Einnahmequelle ist. Aber es gibt natürlich auch Indie-Startups, die mit anderen Formen experimentieren, beispielsweise Workshops anbieten zu Themen, in denen sie gut sind, beispielsweise auch Korrektiv bietet eigentlich, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist, bietet immer wieder Workshops an, die man auch bezahlen muss. Es gibt natürlich den Arm der Events, ne? Also auch diese Veranstaltungsorganisation ist durchaus was für Startups eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel Edition F ist ein Online-Magazin für Frauen. Die haben ein großes Event, das heißt Female Future Force Day. Da war ich letztes Jahr zum Beispiel auch dabei. Da waren es 4.000 Leute, die zum Berliner Flughafen Tempelhof gekommen sind, um sich inspirieren zu lassen, um sich zu vernetzen, um spannende Speakerinnen zu treffen, die aber auch bereit waren, eben 150 Euro Eintrittsgebühr zu bezahlen, quasi für diesen einen Tag. So, also das ist durchaus auch was, womit man Geld verdienen kann, wenn man nicht gerade alle Veranstaltungen streichen muss, aufgrund eines Virus. Aber an sich gibt es da durchaus andere Finanzierungsmöglichkeiten, die eruiert werden, die ausprobiert werden und die auch eine Rolle spielen. Was auch spannend ist, ist zum Beispiel, das Crowd Reporter ist eine Genossenschaft. Eigentlich kannte man ja nur eine Genossenschaft bei der Taz beispielsweise. Und die Crowd Reporter haben auch von Anfang an quasi sich als Genossenschaft gegründet. Und zum Beispiel gibt es die Riff Reporter, die würde ich euch quasi auf der Zielgeraden noch mit auf den Weg geben. Ja. Die haben quasi Riff-Reporter, weil sie eben unterschiedliche Korallen haben, so nennen sie das, freie Journalistinnen und Journalisten, die sich zu bestimmten Themen total gut auskennen. Und wenn man zum Beispiel Afrika-Berichterstattung, ich hatte das vorhin schon erwähnt, in deutschen Medien vermisst und da eigentlich viel mehr erfahren möchte, dann abonniert man im Idealfall die Koralle Afrika-Reporter. Und da hast du dann drei Reporterinnen und Reporter, die täglich berichten quasi zu Geschichten aus Afrika, speziell aus Afrika. Und dann kann man nur diese eine Koralle unterstützen, wenn man das möchte. Macht total viel Sinn, weil es gibt natürlich wahnsinnig viele Kolleginnen und Kollegen, die eine unglaubliche Expertise haben in bestimmten Bereichen und bisher eigentlich ihr Publikum dafür gar nicht so finden konnten. Und nicht alle Journalistinnen und Journalisten wollen sich natürlich mit diesen ganzen Geschäftsdingen auseinandersetzen. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich bin Entrepreneur, das heißt, ich bin auch Geschäftsführerin, das heißt, ich kümmere mich auch um die Finanzierung und so weiter und mache den ganzen bürokratischen Kladderadatsch, der auch damit dranhängt. Das wollen natürlich manche Kolleginnen gar nicht haben und deswegen ist es für die natürlich ein super Service zu sagen, so, ich habe ein Spezialgebiet, ich gehe quasi unter den Schirm der Riff Reporter, wo es, glaube ich, mittlerweile 60 Korrespondentinnen beziehungsweise Journalistinnen und Journalisten gibt, mitunter auch Korrespondentinnen und Korrespondenten und widme mich da quasi vor allem meinen Themen und der ganze Rest wird mir quasi abgenommen von dieser Genossenschaft. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall was neuartigen Journalismus durchaus befördert, meiner Meinung nach. Und was auch vielleicht spannend ist, sich nochmal anzuschauen, ist die Reporterfabrik. Ich könnte natürlich unendlich viele Projekte aufzählen, aber dabei will ich es dann auch belassen. Die Reporterfabrik ist insofern interessant, als es auch ein Projekt von Korrektiv unter anderem. Aber da geht es darum, dass sie quasi versuchen wollen, Journalistinnen und Journalisten, die immer weniger auf Fortbildung geschickt werden, weil der Druck in Redaktionen immer größer wird, zu erreichen, eben durch Online-Tutorials im Wesentlichen und auch ganz viele Bürgerjournalistinnen und Bloggerinnen. Ne? Und dementsprechend haben die da unterschiedliche Lehrstufen, wo man eben sich so ein bisschen durchhangeln kann von was ist Journalismus, was muss eigentlich ein Journalist können und dann quasi auch wirklich so Skills, die man sich aneignen kann, wie zum Beispiel mit dem Smartphone zu filmen und solche Sachen. Diese
Online-Tutorials kosten teilweise gar nichts, kosten teilweise 5 €. Und wenn sie richtig gut sind, zum Beispiel hier die Masterclass mit Giovanni De Lorenzo, dem Chefredakteur von der Zeit, die kostet dann 25 €, was natürlich auch immer noch ziemlich, ziemlich gering ist. Aber das ist auf jeden Fall was, was man sich anschauen sollte, wenn man quasi einfach bestimmte Skills sich nochmal aneignen will, ohne dafür jetzt großartig Weiterbildung zu buchen und das sehr niedrigschwellig einfach sich die Tutorials anschauen kann, um sich eben weiterzubilden. Ja, total spannend. Also ich habe auch das Gefühl, wir könnten noch stundenlang reden. Mir fallen auch noch ein paar spannende Projekte ein. Ich habe das Gefühl aber, dass Innovation also auf jeden Fall von diesen unabhängigen Medien kommt. Es gibt aber auch natürlich Beispiele von Verlagen, die teilweise auch durch Kooperationen, wie du schon erwähnt hast, also zum Beispiel dieses Wem gehört Lüneburg oder Wem gehört Berlin, da hat Korrektiv ja auch immer mit Medienpartnern vor Ort zusammengearbeitet. Ich finde auch total spannend, was einige öffentlich-rechtliche Redaktionen machen. Mir ist gerade zum Beispiel das, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Instagram-Format NewsWG vom BR eingefallen. Ja. Funk ist natürlich auch super innovativ. Ich glaube auch, dass dadurch, dass es so eine Vielfalt gibt, auch viel stärker darauf geachtet wird, dass für Diversität in Redaktionen gesorgt wird, dass die Geschichten anders gemacht werden. Es gibt auch mehr Möglichkeiten, jetzt Themen anders zu bedienen. Also nicht nur so ein, weiß ich nicht, Wirtschaftsnachrichten für alle oder was, sondern man kann jetzt kleinere Themen auch viel besser dank der Digitalisierung bedienen und verteilen und damit auch die Leute erreichen, die es interessiert. Und darüber hinaus gab es ja in den letzten Jahren die Digital News Initiative von Google, wo es 150 Millionen € gab, wo man sich natürlich fragt, warum brauchen jetzt große Medienhäuser wie der Spiegel oder das Handelsblatt Geld von Google. Aber ich finde schon auch, dass da sehr viel Innovation passiert ist. Ne? Im Grunde genommen müsste das eigentlich aus den Häusern selber kommen, ohne Förderung von außen. Und ich glaube, dass das auch durchaus stattfindet. Vielleicht nicht in dem Maße, wie man sich's wünschen würde, aber es findet auf jeden Fall statt. Und du hast richtig gesagt, dass es auf jeden Fall auch tolle Initiativen gibt innerhalb der etablierten Medien mittlerweile, weil es hat ja auch eine Wechselwirkung. Ne? Man merkt irgendwie, aha, diese Indie-Medien haben eine gewisse Reichweite, haben auch einen gewissen Zuspruch. Und das beeinflusst natürlich auch die etablierten Medien und fängt an, sie auch so ein bisschen zu pieksen und sie vielleicht auch einfach möglicherweise zu inspirieren, neue Sachen auszuprobieren. Und da muss man ja gar nicht, also das große Ding eigentlich von Startups ist ja einfach, so ein Minimal Viable Product zu machen, also quasi das kleinste Produkt, was man machen kann und das relativ schnell an den Markt zu bringen und zu testen. Und ich glaube, so diese Denke, die ist durchaus auch mittlerweile bei etablierten Medien angekommen, weil die ja auch ständig jetzt neuerdings Design Thinking Workshops machen, was ja eigentlich so der Ursprung aller Startups ist, die eben sehr, sehr lean-mäßig daherkommen und irgendwie gucken, was braucht das eigentlich und was können wir quasi liefern, damit wir das bedienen können. Und insofern würde ich sagen, dass sich das eigentlich gegenseitig nur befruchten kann. Und insgesamt aber die etablierten Medienhäuser schon auch noch mehr Innovation zulassen könnten, ehrlicherweise. Ja, würde ich natürlich uneingeschränkt zustimmen. Die Frage, hat sich jetzt in den letzten Jahren was geändert? Sind Frauen sichtbarer geworden in der Berichterstattung? Hast du da, also du hast ja schon Beispiele genannt, Plan W, die Beilage in der Süddeutschen. Es gibt tolle Beispiele. Hast du insgesamt das Gefühl, da ändert sich was? Oder ja, natürlich, alleine weil es uns gibt. Ja. Blöde also Frage. Wir können natürlich auch den Medienwandel aktiv mitgestalten. Ich finde es schon auch wichtig, mit zu berücksichtigen, ne, dass man nicht nur quasi mitlaufen und reagieren muss, sondern dass man durchaus auch Themen setzen kann, ganz aktiv. Als Bürgerin eben mit einem eigenen Blog, der nachgefragt wird, mit einem eigenen Podcast, den mittlerweile jeder an den Start bringen kann und auch eben als Indie-Startup. Und dementsprechend ist immer nur die Frage, ob einem dann nach 2-3 Jahren die Puste ausgeht und das Geld ausgeht und man dann quasi in die
die den langen Atem hat, auch darüber hinaus zu existieren und seine Leute zu bezahlen und die laufenden Kosten zu decken. Ja. Und das ist so die Krux, finde ich. Es gibt total viele Ideen, aber natürlich ist das Thema Finanzierung ein total omnipräsentes und es sollte natürlich sich nicht alles um Geld drehen, aber ohne Geld funktioniert es halt auch nicht. Aber darüber hinaus habe ich schon das Gefühl, dass es total viele tolle Projekte gibt, die wirklich einen Unterschied machen, einen Impact haben. Und wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, ich hatte Edition F erwähnt, die haben Zugriffszahlen von, also meine letzten Informationen waren 600.000, 700.000 Unique Visitors im Monat. Das ist schon echt auch ganz ordentlich. So, also das sind jetzt keine Millionen wie bei Spiegel Online, aber es sind auch nicht so wenig, wie man vermuten würde, weil es jetzt irgendwie nur eine Nischenpublikation ist oder nur ein spezielles Publikum bedient, nämlich karriereorientierte Frauen, die auch versuchen, Kind und Karriere zu vereinbaren, ganz stark natürlich. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es da auf jeden Fall sehr viel sich geändert hat in den letzten Jahren, aber es auch echt noch viel zu tun gibt, was jetzt auch Stichwort Diversifizierung und so weiter angeht. Ja, Diversität, super wichtig, kennen wir auch, vor allem für Startups ist es schwierig, finde ich. Wir versuchen zum Beispiel irgendwie eine Balance zu halten zwischen männlichen und weiblichen Teammitgliedern, muss man aber auch erstmal genug Leute finden, also da sind auch die Bewerber irgendwie, also für kleine Startups, wenn man wenige Stellen hat, andere Geschichte. Zum Abschluss, wo geht es denn 2020 und danach hin für deine Korrespondentin? Wie geht's weiter bei euch? Also ich habe ja in den USA gelernt, dass man nicht länger als 2 Jahre im Voraus planen sollte, weil sich alles so schnell ändert. Und das ist ja auch total schön, weil es ja wahnsinnig viel Dynamik, viel Bewegung im Markt gibt, vieles möglich ist. Wir sehen das ja auch eher als Chance. Wir sagen ja auch, die goldenen Zeiten des Journalismus haben gerade erst begonnen, weil jetzt einfach eine andere Zeit ist für Journalistinnen und Journalisten. Und das würde jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde dauern, das zu erklären, quasi, was damit gemeint ist. Aber wir sind total hoffnungsvoll und optimistisch. Und für uns ist es so, dass wir diesen Podcast gestartet haben, einfach als neuen Versuchsballon, um zu gucken, wie der angenommen wird und ob wir damit einfach auch nochmal neue Nutzerinnen und Nutzer erreichen und eben auch Einblick geben können in die Arbeit der Korrespondentin, weil eigentlich ist es ja auch deine Korrespondentin. Das heißt, wir haben uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, auch Einblick zu geben in den Recherchealltag der Korrespondentin. Da müssen die Korrespondentin tatsächlich noch so ein bisschen mehr aus sich rauskommen, ne, und sich auch tatsächlich trauen, mehr zu erzählen vor der Kamera, was sie machen, wo sie sind. Da haben Frauen ehrlicherweise immer noch so ein bisschen Hemmungen. Ich ermutige sie immer total, das auszuprobieren und zu machen. Und ich glaube auch, dass es besser werden wird in Zukunft. Aber natürlich ist ein Podcast eine gute Möglichkeit, dadurch, dass man nicht das Bild dabei hat und kein Video und so, dass man da einfach erzählen kann, warum man jetzt in bestimmten Ländern arbeitet und was einen da besonders fasziniert. Insofern probieren wir das jetzt weiter aus, haben bisher ein ganz gutes Feedback bekommen und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das auch über die 6 Folgen hinaus, die wir quasi als Testphase geplant haben, beibehalten werden. Ja. Weil das eben auch eine Möglichkeit ist, auch Unterstützerinnen zu generieren. Ich hatte vorhin von Steady gesprochen. Es ist gar nicht so einfach, auf Steady zu wachsen, ne? Also die Leute, die dich gut finden, die sind schon dabei. Und neue Leute zu finden, die 5 oder 10 Euro im Monat geben wollen, ist wirklich sehr anspruchsvoll nach wie vor. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, weil man dadurch natürlich den Leuten einfach ganz anders nahe kommt, ne? Alleine durch das Audio-File. Und ansonsten sind wir eigentlich offen, was sich ergibt. Wir wollen weiter unsere Geschichten publizieren. Und solange wir das schaffen, quasi mit der Qualität, die wir bisher liefern können, sind wir eigentlich ganz happy. So, und alles andere ergibt sich. Wir haben gerade ein laufendes Forschungsprojekt mit der Uni Hamburg, die unsere Nutzerinnen befragen, was sie sich noch mehr wünschen und auch welche Geschichten von unterschiedlichen Publikationen übernommen wurden und überlegen da quasi, welche Geschichten
da einfach gut gelaufen sind, welche besonders erfolgreich sind und können da vielleicht nochmal gegebenenfalls ein bisschen nachjustieren. Bisher haben wir das quasi so autopilotmäßig aus dem Bauch raus gemacht und auch durchaus totale Randteam platziert, die sonst keiner aufgegriffen hätte. Aber die wir total wichtig fanden und dementsprechend ist es sicherlich spannend zu erfahren, im Sommer wird es die Ergebnisse geben, was dabei rauskommt. Insofern wird dieses Jahr auch ohne Online-Veranstaltungen auf jeden Fall Spannendes für uns bereithalten. Ja, klingt toll. Vielen Dank. Ich kann nur empfehlen, sich deine Korrespondentin anzuschauen, deine-korrespondentin.de, ganz einfach. Darüber hinaus schaut euch die Empfehlungen auf PICT an. Ich denke die ganze Zeit, also wenn ihr gute Beiträge von den ganzen Beispielen sehen wollt, die wir jetzt schon genannt haben, probiert einfach mal die Suche auf PICT aus, also gebt da Krautreporter ein oder Korrektiv, weil dann findet ihr da schon kuratiert besondere Beiträge mit einer kleinen Einordnung natürlich auch. Wir haben eine Übersichtsseite, die wir auch verlinken, Special Indie Medien heißt die, wo wir Empfehlungen sammeln von einigen der Beispiele, die du genannt hast. Und genau, ihr könnt deine Korrespondentin auch folgen auf PICT und erhaltet dann immer die aktuellen Empfehlungen. So viel kann ich auf jeden Fall zum Dranbleiben empfehlen, gerade auch jetzt in der Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die Beispiele, die du genannt hast, meinen Anspruch an Berichterstattung gerade ganz gut abdecken, während das andere Medien, wie du es gesagt hast, mit Clickbait, mit so aufmerksamkeitsanziehenden Überschriften eher nicht tun. Insofern kann ich wirklich empfehlen, schaut euch das mal an. Danke für deine Zeit, danke sehr für gerne. Die tollen Beispiele und die Einblicke in die Arbeit und auch in das Geschäftliche. Das ist ja immer sowas, was man gar nicht im Auge hat. Das stimmt. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Ja. Danke fürs Tschüss. Zuschauen. Ciao.